Und weiter geht's. Buch 1 aus der Asche. Kapitel 1. Philipp. Das Klopfen ist, glaube ich, aus dem Real Life. Die Nachbarn klopfen. Das Jahr des Herrn 1135. Sorry, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Heinrich, der König von England und Sohn Wilhelms des Eroberers, war gestorben. Es war eine Zeit von Armut und Tod. In ihrer Verzweiflung glaubten die Menschen, dass Christus und all seine Heiligen sie verlassen hatten und dass die Säulen der Erde einzustürzen wurden. Kingsbridge. Neujahr? Neujahr oder Neujahr? Ist niemand hier, uns willkommen zu heißen? Wer ist da? Du hast gerade die Brücke überquert, ja? Das muss wohl Bruder Paul sein. Das kostet ein Farthing und ein Penny für dein Pferd. Und viele? Mönche und Dorfbewohner zahlen keinen Zoll. Oh, ich kann das nicht gut. Das habe ich Bruder Paul auch gesagt. Es ist nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Es ist nicht viel, aber ich kann dir das hier geben. Gottes Werk, den Weg zu sammeln. Okay, ja. Das war im Mittelalter noch ein bisschen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zum Revoluzer werde. Das wird sich alles aus heutiger Sicht sehen und dann die Kirche umwerfen. Die Kirche revolutionieren wollen. Nicht, dass wir als Hexen noch verbrannt werden. Auf dem Hexenhofen. Wir nehmen die letzten Krümel vom Käse. Ich hoffe, es wird dir nun leichter fallen, deine Pflicht zu tun. Ah, ganz bestimmt. Okay. Kannst du dich um meinen Pony kümmern, Bruder? Ich bin gekommen, um Prior James zu besuchen. James? Die Glocken, die du da hörst, die läuten sie für ihn. Ach, lass das Pferd hier. Ich werde es später zur Priorei bringen. Ich fange mir noch einen Fisch. Der sollte gut zu dem Käse hier passen. Was? Warum läutet man die Glocken? Hast du es etwa noch nicht gehört? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Und was der macht Teufel er hier? Ist nach Kingsbridge gekommen? Philipps Bibel. Du kannst Philipps Bibel auf Objekte anwenden, um herauszufinden, was die Bibel ihm dafür darüber sagt. Oder nutze sie mit Personen, um mit ihnen Fragen des Glaubens zu diskutieren. Ich ist nix tätig lieber. Nix tätig lieber. Fragen des Glaubens. Let's Play diskutieren. Weg zur Mühle. Ins Kloster. Die Hütte. Kloster. Weg zur Mühle. Straße nach Kingsbridge. Zollhütte. Sonst ist Bruder Paul hier. Wo ist Paul? Haben wir doch schon gesehen. Bruder Paul ist dorthin gegangen. Kloster, weit weg von Shirink. Adlige kommen nur an Festlagen her. Kommen nur, weil hier das die Kathedrale ist. Weit weg von Shirink. Okay, wir müssen wahrscheinlich Weg zur Mühle nehmen. Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Ich wollte gerade ein bisschen mit. Ich wollte mit dem Pony gerade ein bisschen über die. Um den Glauben diskutieren. Sie wird alt. Ich habe noch, sie wird alt. Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier.
Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Aha. Das Wort zum Sonntag. Ich frage mich, wo Paul ist. Okay, Straße nach Kingsbridge. Ich glaube, wir müssen mal gehen. Wir gehen. Auf das Pony wird aufgepasst. Dorf von Kingsbridge. Wir sind hier. Müssen wir aufs Kloster anwenden? Was? Halt, warte. Dorf von Kingsbridge. Viele der Diener. Dorf fast verlassen. Priorei konnte. Viele Diener der Priorei fort. Stadt nach Norden, Straße nach Norden. Finde ich nicht mehr so häufig benutzt. Da geht's zum Tor. Noch eins Fortschritt. 1 von 7. Okay, wir müssen wahrscheinlich zum Kloster hin. Sie wurde zu Ehren Gottes erbaut. Aber ich fürchte, diese Größe könnte selbst eines demütigeren Priors Herz verderben. Aha. Ab durchs Tor. Eingestürzter Turm. Eine Schande, immer noch alles voller Schutz. Vier Jahre seit dem Blitzschlag. Die Moral liegt auch in Trümmern. Das Gästehaus. Am nächsten Tag sieht noch gepflegt aus. Zu früh für seinen Ruhestand. Die Küche. Wie ein Zuhause. Mal gut, Milos, den Kühnwert zu sehen. Einzige Kathedrale in Shiring. Zum Kreuzgang, wenigstens der Kreuzgang hält weiter stand. Okay, Gästehaus. Stallungen, ein schrecklicher Gestank, sollte man ausmisten. Ganz Priorei, ein Saustall, ein schrecklicher Gestank. Die Stallungen. So, wo gehen wir zuerst hin? Erstmal in die Küche. Abgeschlossen. Keiner da. Gästehaus können wir nicht. Tür zum Kreuzgang. Die ist offen. Aha. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde finster wie. In Kingsbridge sind wir jetzt. Der Garten. Der Winter fordert sein Tribut. Samen zu sehen, ist wie ein Novize zu nähren. Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden. Und Gott sah, dass es gut war. Aha. Tür zur Kathedrale, Kapitelhaus, Weg zum Friedhof. Klopfen erstmal an der Tür. Seitenengang zur Kathedrale. Oh, wir können hindurch. Ui. So, ein bisschen was übersprungen. Du sollst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Noch vor der Pest, die im Finstern wandelt. Der Pest, die mit dem Blitz kam, der unsere Kathedrale vor 4 Jahren traf. Habt ihr seitdem nicht alle ihre Gegenwart gespürt? James tat es. Und ich tue es auch. Aber der Herr spricht, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Unser geliebter Prior James hat sein Leben lang dem Herrn gedient. Er wird ihn von der Finsternis erretten, von dieser dunklen Erde.
Prior James? Philip. Francis. Schweigt still! Viele Jahre war James unser Prior. Ich gelobe nach der baldigen Wahl, die Priorei von Kingsbridge mit ebenso fester Hand zu leiten. Amen. Er ist sein Nachfolger. Oder er hat sich selbst zum Nachfolger gekürt. Philipp, ich habe deinem Bruder ja gesagt, du würdest ein Neujahr hierher kommen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ein Neujahr sind wir. Ich war auf dem Rückweg nach Kloster. Nicht und nur wollte dich sehen. Ein Priester in der Welt. Hätte doch keinen Sinn ergeben. Du musst uns alles darüber erzählen, Francis. Natürlich. Und sein Bruder ist jetzt schon Prior? Seit wann? 2 Jahren? Seit 4 Jahren, Cuthbert. Ah ja. Wie stehen die Dinge in St. John and the Forest, Philip? Oh, ja. Unsere kleine Zelle ist glücklich und gesund. Glücklich und gesund. Dank deines Bruders, Francis, gedeiht St. John in the Forest. Seine Novizen sind gehorsam, seine Mönche bescheiden und fromm. Während unsere Priorei in beklagenswertem Zustand ist. James hat getan, was in seiner Macht stand. Das weißt du. Es ist nicht seine Schuld. Und sie machen in St. John auch einen großartigen Käse. Komm nachher bei uns in der Küche vorbei, ja? Bruder Cuthbert wirkte ziemlich verstört. Das sind wir alle. Die Art, wie James gestorben ist, war unheimlich. Unheimlich? Wie ist Prior James gestorben? Vor 7 Tagen fand Bruder Remigius seine Kammer leer vor. Wir haben alle nach ihm gesucht. Stundenlang. Dann fanden wir seine Fußstapfen an der Brücke und ein Loch im Eis. Oh nein. Früh am Morgen des ersten Weihnachtstages muss er auf den Fluss hinausgegangen sein. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Der Fluss hat ihn mitgerissen. Und es war kalt. Ich werde für James beten. Komm zu mir, wenn du Zeit hast, Philipp. Du findest mich in der Kathedrale. Und ich sollte nachsehen, wie es Bruder Cuthbert geht. Es ist gut, dich zu sehen, Philipp. Vielleicht wenden sich die Dinge doch noch zum Guten, wenn wir erst einen neuen Prior gewählt haben. Hoffentlich. Ich komme später in der Küche vorbei, Milius. Auf jeden Fall. Lecker essen. Was macht Francis hier und wo ist er? Also, was meinst du, bedeutet es? Keine Ahnung. Es gibt keinen Grund, uns für bloßes Fragen zu bestrafen. Ihr seht aus, als wolltet ihr mich etwas fragen. Wir sind mal nett. Du bist Philipp von Gwyneth? Bin ja, ganz nett. Aber für euch bin ich Bruder Philipp. Siehst du? Ich hab dir gesagt, wir können ihn ansprechen. Ja. Aber jetzt frag ihn. Warum fragst du ihn nicht? Ich habe schon Bruder Andrew gefragt. Das zählt nicht. Da wollte er nicht antworten. Worum geht es? Bruder Milius hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus. Was ist mit Gottes Tempel gemeint? Bruder Andrew wollte uns nichts dazu sagen. Es muss ein Ort sein. Eine Kathedrale. Das war bestimmt, was der Gastmeister gemeint hat. Wenn man einer Kathedrale etwas antut, ist das eine Sünde. Ja. Andrew wollte euch nichts sagen. Warum? Er hat es uns sehr übel genommen. Wir mussten 150 Mal das Vaterunser beten. Jeder von uns ist Gottes Tempel.
denn er hat uns erschaffen. Der Gastmeister sagte, Prior James habe Gottes Tempel zerstört. Und dass er zur Hölle fahren würde. Prior James hat keinen Selbstmord begangen. Aber keiner hat ihn in der Nacht gesehen. Keiner weiß, was passiert ist. Gott weiß es. Gott, du verscherzt mir jetzt schon mit allem. Das ist. Wenn ich jetzt hier schon. Der Teufel hätte ihn verfolgt. Sag nicht seinen Namen. Gewisse Auswahl. Ich habe viele tapfere Männer fliehen sehen. Aus vielen Gründen. Bin ein neuer Moderner. Aber den Teufel habe ich nie gesehen. In meinen Zeitvoraus. Also sollten wir ihm keinen Zeit voraus. Weder hier noch in unserem. Sehr weit voraus. Meint ihr nicht auch? Ja, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Ich bin ein Mönch, der derzeit sehr weit voraus ist. Dafür werden wir wahrscheinlich noch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wir alle. So, Mönche. Weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Weg zum Friedhof. Oha, Bruder Arnold. Und gräbt dein Grab aus. James Grab. Okay, gehen wir. Reden wir mal mit ihm. Bruder Arnold, wie geht's? Hm? Was? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Die Toten! Zombies! Sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Oder das. Mit ihm ein bisschen über die Bibel reden. Einen Älteren fahre nicht an, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Wie war das? Nix. Ein Bibelwort, Bruder Arnold. Was? Alles ist gut. Vergiss es. Es ist, glaube ich, ein bisschen taub. Das macht Francis hier. Wo ist er? Das sollten wir mal fragen, vielleicht. Francis scheint nicht hier zu sein. Vielleicht hat jemand gesehen, wohin er vom Kreuzgang gegangen ist. Frisches Grab. Andere Gräber. Novizen. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Mein Vater. Ich auch nicht. Mein Vater. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Ich dachte, das wird so ein Ding. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Cuthbert? Klar. Ich habe ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte in der Wand habe ich ihn gesteckt. Ich würde auch gern mal was in eine Spalte stecken. Okay. Das glaube ich gern. Es ziemt sich nicht für einen jungen Mensch. Okay, eine Spalte versteckt. Können Sie mal Francis befragen? Scheint nicht hier zu sein. Vielleicht hat jemand gesehen. Wird man gerne mit denen reden. Wir sollten mal nach Shiring gehen. Ich habe gehört, es gibt dort eine Hure mit großen Titten. Eine, die es sogar dir besorgen würde. Große Britz, das ist ein bisschen. Dafür, dass ihr Mönche werden wollt. Große Gott. Mit der Bibel eines drüber hauen. Jetzt ist nicht die Zeit, die Heilige Schrift zu befragen. Reden können wir nicht. Sehr schade. Ich hätte mal ein paar Fragen. Deshalb können wir alle zu ihm beten. Wir brauchen dazu nicht in die Kirche zu gehen.
Können wir jetzt hier zu Dings? Hier sind der Tempel. Da zu befragen. Habt ihr meinen Bruder Francis gesehen? Den Priester, der für Robert von Gloucester arbeitet? Er ist dein Bruder? Dein leiblicher Bruder? So ist es. Oh, er ist in der Kathedrale, glaube ich. Ja, ich habe ihn gesehen. Danke. Gott, ich dachte gerade, meine Brüder sind ja alle die Brüder. Brüder und Schwestern. Sagt man so, oder? Aber wozu dann? Was wir uns fragen müssen, ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Stimme kommt mir bekannt vor. Wenn du meinen Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Nicht jedes Sakristans. Ich habe nicht genau zugehört. Schweige. Vielleicht sollten wir diese Dinge nicht vor Außenstehenden diskutieren. Philipp von Gwyneth. Mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich bitte um Vergebung. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Mhm. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wahl. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenstoßen. Er hat sich schon gekürt. Naja. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Jetzt damals im Mittelalter, vor allem in der katholischen Kirche, sowas wie Wahlen gegeben. Warum bauen wir Tempel, wenn wir Tempel sind? Ist es nicht Hochmut, einen noch größeren Tempel bauen zu wollen? Weg zur Mühne, Weg zur Front, der könnte da noch mit der Frage. Das nicht? Warum nicht? Wir wären nicht hier, wenn es die Kathedrale nicht gäbe. Diese Priorei ist so viel größer als mit denen ich noch ein bisschen geredet. Wald. Karte der Priorei. Dorf, Kloster, Dorf, Vorplatz, Küche. Ah, da ist das Haus des Priors. Fluss, Zollstation. Ach, da sind wir hergekommen. In die Küche sollten wir als nächstes mal gehen. Küchentür. Da waren wir. Ist jetzt offen? Es ist offen. Philipp! Bruder Melius. Komm rein. Wärm dich am Ofen auf. Ist das Philipp? Sag ihm, er soll sich am Ofen aufwärmen. Danke, Bruder Cuthbert. Mein Nachbarn wird gehämmert. Verzeiht. Ich hoffe, man hört es nicht zu heftig. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm. Oh. Au. Vorsicht, die sind heiß. Okay. Haben wir jetzt einen Inventar? Nee, haben wir noch nicht.
Herd und heiße Steine. Können wir mit Milius mal reden? Fleißig wie immer, Milius? Es kommt jetzt 6-mal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Angeblich gibt es ja in deiner Zelle im Wald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt es sogar Geflügel. Du hast in St. John wunderbare Arbeit geleistet, Philipp. Okay, ich weiß nicht, was mit den Nachbarn los ist. Hier bebt das ganze Haus. Oho. Man wird es wahrscheinlich hören. 13 Jahre lang einen schwachen Ich hoffe, das stört mich zu sehr. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Was ihr in St. John hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Ich hoffe, Decke bricht nicht ein. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Remigius? Die Dinge richten? Tja. Wer würde Remigius wählen? Der wäre nicht besser als Prior James. Er ist der Subprior. Und er hat einigen Brüdern Versprechungen gemacht. Wie dem Sakristan. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente in Priors Zimmer verbrennen. Ach du Schande. Einschließlich der Hauptbücher der Priorei. Keine Bücher verbrennen. Sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird. Außer seiner Bibel. Auf gar keinen Fall. Was? Das müssen wir irgendwie abwenden. Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt. Ich bin zu alt. Na, wieso? Niemand sonst traut sich, in Prior James Fußstapfen zu treten. Nicht seit er angefangen hat, mit dem Teufel zu reden. Was? Die Nachbarn sind heute wild. Eines Tages fing er an, mit dem Teufel zu reden. Als ob er neben ihm stünde. Wenn wir nicht den Stream unterbrechen müssen. Ist halt wirklich... Wahrscheinlich hört man einiges davon gar nicht. Er feilschte mit dem Teufel um seine Seele. Flüsterte ständig von den Sünden, die er begangen hatte. Seine Sünden? Ja, gut. Reden wir das Gespräch. Reden wir mal mit Kutschbernd. Bruder Cuthbert. Cuthbert, sorry. Wir haben auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Oh, ja. Was das angeht. Ich habe ihn einem der Novizen gegeben. Warum hast du das getan? Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Du bist zu vertrauensselig, Philipp. Scheint fast so. Bruder Cuthbert, du wirkst bekümmert. Prior James war ein guter Mensch. Aber die Priorei ist in einem schrecklichen Zustand, Philipp. Philipp weiß das. Er war nur zu höflich, um was zu sagen. Ja, ich weiß es. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James über diese Dinge zu reden. Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Wie bitte? Was muss ich da hören? Die Novizen bestehlen euch? Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern.
Mehr als einmal. Heute hat auch wieder etwas gefehlt. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Okay, mit den beiden haben wir geredet. Können wir uns ein bisschen Proviant für unterwegs mitnehmen. Gemalter Topf. Den können wir uns mal anschauen. Milius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Okay. Aha. Das haben wir noch nicht probiert. Wenn es hier einen gibt, dem ich nicht predigen muss, ist es Milius. Was hast du gesagt? Nichts. Ich finde nur, es wäre gut, wenn du hier etwas mehr zu sagen hättest. Ich bin nur der Küchenmeister. Und ein Freund. Du meinst, ich würde mich unterschätzen, aber das gilt auch für dich. Vielleicht kommen wir deshalb so gut miteinander aus. Okay, müssen wir wahrscheinlich auch nicht predigen. Tun wir aber. Der Jünglinge Ehre ist ihre Stärke. Und graues Haar ist der Alpenschmuck. Matthäus? Sprüche. In meinem Alter will ich wohl nicht mehr viel an meiner Belesenheit arbeiten können, befürchte ich. Aber du hast sicher recht. Sprüche. Aha. Na dann. Raus hier.